Ja, hallo, da sind wir wieder und ich habe es mir erlaubt, mich wieder bis zur Schräge zu begeben und hier abzuspeichern. Und besser war es, dass ich abgespeichert habe. Dann haben wir jetzt zumindest diesen Weg hier geschafft. Aber ich muss tatsächlich irgendwie schauen, dass ich nach rechts komme, ne? Wie soll sie denn da oben landen? Entschuldigt mal. Ich stehe doch jetzt nicht wirklich vor dem nächsten Problem, oder? Ich muss wahrscheinlich wirklich auf die rechte Seite der Schräge draufspringen oder so. Weil so springt sie mir ja immer dran vorbei. Hier hingehe. Das macht es natürlich jetzt auch nicht unbedingt leichter mit diesen Perspektiven, ne? Nee, da kann sie schon mal nicht drüber springen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ja, wenn sie gegen die Wand springt, geht's. Nur hat sie gerade. Ich habe die Springentaste quasi zu früh gedrückt und deshalb hat sie danach nicht mehr darauf reagiert. Aha. Aber das ist jetzt natürlich okay, dann war das vorhin gar kein Zufall, dass ich da nicht drauf gelandet bin, sondern es wäre gar nicht gegangen. Jetzt ist sie nicht auf die Schräge gegangen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ja, wie genervt ich da gerade bin. Nee, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Könnt ihr nicht. Die letzten paar Folgen, also seit diesem scheiß Bosskampf, kann ich hier echt nur noch rumfluchen. Das ist doch jetzt total unnötig, hier so eine Schikane einzubauen. Weil das ist jetzt, das ist wirklich reine Schikane. Und, ich schaue jetzt mal, ob ich sie einfach wirklich dazu bringen kann, dass sie gegen die Wand springt. Ja, das war richtig, aber es war halt jetzt falsch rum, weil sie sich gedreht hat. Und von hier aus werde ich ja nicht hinkommen. Nee, komme ich auch nicht. Es kann doch jetzt nicht ernsthaft sein, dass das Spiel will, dass ich gegen eine Wand springe, weil ich nur durch das Abprallen von der Wand diesen einen Zentimeter erwische, auf dem sie runterrutschen muss. Aber anscheinend ist es so. Aber jetzt mal ehrlich, sie ist doch jetzt wieder dran vorbei. Wie soll denn das gehen, bitteschön? Sie ist doch jetzt wieder. Sie springt ja automatisch. Die Schräge ist ja so ausgerichtet, dass sie automatisch dran vorbeispringt. Das kann es doch jetzt nicht sein. Ich meine, wie soll man denn überhaupt darauf kommen, dass da was ist, wenn man das nicht in der Lösung gelesen hat? Hier steht: Rutscht dort hinunter, geht zu der Schräge, rutscht oder springt in der Luft zu der Plattform mit dem Schalter nach rechts. Ja, aber. Ich meine, ich kann ja nochmal so. Und dann. Das. Nach rechts. Ah! Okay. Also, man springt ab und muss dann aber ganz scharf nach rechts drücken, damit man dann dort landet. Okay. Jetzt habe ich einen Schalter betätigt und weiß immer noch nicht, ob das mit den Messern jetzt erledigt ist. Aber zumindest muss ich diese Scheiße jetzt nicht laden. Oh Gott. Macht euch jetzt mal keine Hoffnung, dass wir das in dieser Folge schaffen. Also das würde mich doch sehr wundern, ja. Wenn da jetzt
da muss ja noch mindestens ein Bossgegner kommen. Und wir haben tatsächlich die Messer ausgeschaltet. Sieht aus wie das Zeichen von Hian, so ein bisschen. Ja. Also wie gesagt, da macht euch mal jetzt keine Hoffnung. Weil wenn da jetzt nicht irgendein krätziger Bossgegner auf uns wartet, weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt gleich ein Bossgegner kommt. Eckharts Labor. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie aufwendig oder wie lang das ist. Ich weiß nur, dass wir überhaupt keine Hintergrundmusik mehr haben. Also auch keine Hintergrundgeräusche. Und hier sehe ich schon wieder eine Schräge und Lava. Schräge und Lava ist keine besonders gute Kombination. Eckharts Labor. Was sag ich doch? Hohohoho. Ja? Als hätte ich's gewusst. Ja. Ich glaube, da jetzt einfach rüberspringen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nach jedem gottverfluchten Sprung. Ich habe gelernt. Okay, hat geklappt. Und jetzt. Es ist kein besonders modernes Labor, so wie es aussieht. Kommt hier echt nochmal so eine Rätselpassage jetzt, oder? Wir wissen ja, dass Eckhart diverse Versuche macht. Er hat ja diesen Proto-Nephilim geschaffen. Und irgendwo muss ja auch der Nephilim sein. Ist der am Ende hier drin? Bestimmt. Oh Gott. Ja, natürlich. Wir müssen mit Sicherheit gegen den Nephilim kämpfen oder gegen irgendeinen mutierten Eckhart oder irgend sowas. Aber wenn hier schon der Käfig mit dem Hebel und diese Maschine und alles, was hier so zu sehen ist, das lässt nichts Gutes erahnen. Das Bücherregal sieht auch so aus, als würde es da nicht unbedingt hingehören. Aber gut. Da hinten ist noch eine Tür. Was haben wir hier Schönes? Das ist Säure. Ich glaube nicht, dass ich da reinfallen möchte. Ist da hinten ein Hebel? Okay, da kann ich irgendwas machen. Ich brauche aber dazu irgendeinen Gegenstand, den ich nicht habe. Wie viele Amulettsplitter habe ich eigentlich? 4. 4 Kristallsplitter. Von denen es eigentlich nur 3 gibt. Und von denen ich aber auch schon mal 6 hatte. Also ich nehme mal an, es soll bedeuten, dass ich jetzt 2 habe. Ich glaube, dass ihr wirklich 3 davon euch wegdenken müsst. Dass das wahrscheinlich durch einen Bug war oder so. Nicht, dass es in diesem Spiel Bugs gäbe, aber ja, kann ja mal passieren, ne? Kommt ja in den besten Spielen vor. An dem Regal kann ich auch nichts machen. Oh, ich habe aber gerade gesehen, das ist eine Leiter. Mit dieser Leiter komme ich nach oben. Da komme ich auf die Plattform und da ist noch ein Kronleuchter und da komme ich da oben rum. Soll ich mal einfach an dem Hebel ziehen und mal gucken, was passiert? Aber da kommt gar kein... Doch, da kommt eine Hand. Aha. Okay. Jetzt kann ich also auf... Hallo? Ich gehe schon. Ich bin schon weg. Scheiße. Es war auch ziemlich ungünstig verteilt, ne? Lara hat jede Menge Heilung und kaum Munition, aber Curtis war es genau umgekehrt. Ich gehe jetzt mal ganz nach oben. Ich weiß ja, dass diese Teile ziemlich viel wegstecken können. Diese Rüstung, also diese Ritter. Und bevor ich die jetzt wegballer und dann gar keine Muni mehr habe, möchte ich erstmal gucken, was ich hier noch für Möglichkeiten habe. Nein!
Sie tut es wieder. Ja. Ja, Gott sei Dank jetzt nur eine Ebene und da kann mir nichts passieren. Aber trotzdem, warum kann sie das nicht einfach mal lassen, diese selten blöden Aktionen? Ach nee, ich bin doch nicht eine Ebene tiefer. Ich gehe schon. Uiuiui. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Soll ich jetzt doch versuchen, die zu erledigen? Was ist, wenn ich dann keine Munition mehr habe? Ist es dem Spiel zuzutrauen, dass die mir einen Endgegner vorsetzen und ich keine Munition mehr habe? Ja, es ist dem Spiel zuzutrauen, ich weiß. Ich sollte mir die Frage gar nicht stellen. Aber ich glaube, wenn ich die nicht erledige, dann komme ich hier auch nicht wirklich weiter. Okay, das war der eine. Ich nehme an, dass der wieder aufsteht. Und dann ist meine Munition mit dieser Waffe weg. Dann muss ich jetzt alles rausballern, was ich irgendwie habe. Aber bei Boas wäre es auch so gewesen, dass da Munition nachgespawnt wäre, wenn man keine mehr hat. Deshalb vertraue ich einfach darauf. Oh, Moment, da hätte ich jetzt auch was machen können. Muss ich da die Splitter einsetzen? Sieht fast ein bisschen so aus. Aber sie macht da nichts. In diesem Käfig, da liegt was. Ach so, ich habe keine Munition mehr. Ja. Mit der Rick, ja. Komm mit meinen besten Waffen hier. Ich habe, glaube ich, keine gute Position hier. Weil immer dieses blöde Geländer ein bisschen im Weg ist. Okay. Die Munition ist auch leer. Das Spiel legt so ein bisschen. Da habe ich keine mehr. Da habe ich. Ich habe nur noch die Rick. Scheiße. Okay. Und der zweite, der spraddelt da unten rum. Aber der will immer noch nicht verschwinden, ne? Oder hatten die die Plätze getauscht? Aber ich habe mit der Rick habe ich ja auch nur noch 9 Schuss. Ja. Und jetzt ist nichts mehr mit Munition und die laufen immer noch beide hier. Lara, warum? Also in diesem Käfig. Liegt etwas, das ich haben möchte. Ich sehe aber gerade keine Möglichkeit, an den Käfig ranzukommen. Ich hätte die Gasflasche wahrscheinlich anschießen müssen. Oder? Nö, sie zielt nicht drauf. Ich habe keine Munition, ich weiß, aber sie zielt auch gar nicht erst drauf. Was haben wir denn hier noch? Ach. Okay. Jetzt habe ich eine dieser Fiolen gefunden. Ich tue jetzt einfach mal so, als wären die gar nicht da. Oder unten liegt ein Medipack. Ja, das hole ich mir bei Bedarf. Im Moment jetzt gerade mal nicht. Komme ich da von hier aus hoch? Oder. Nee, das Spiel will das nicht. Das Spiel will, dass ich diesen unbequemen Weg über die Leiter gehe, glaube ich. Ja, will es. Danke. Und hier konnte ich jetzt gerade auch nichts machen, ne? Nö. Aber von der anderen Seite vielleicht. Ja, wenn nicht, muss ich doch die Leiter nehmen. Ich meine, wenn sie mich jetzt erwischen, ja, dann ist es halt so. Vielleicht hätte ich den Spielstand neu laden sollen und mir die Munition einfach sparen sollen. Nee, von der anderen. Doch da. Okay.
diese komische Fiole, was war das eigentlich? Kann ich hier nicht einsetzen. Dann vielleicht an dem oberen. Alchemistische Fiole Nummer 1. Also sie zielt sehr wohl, wenn sie auch wenn sie keine Munition hat. Ich lasse es mit der Munition jetzt mal auf sich beruhen. Ich glaube, dass es hier jetzt einfach nur darum geht, dieses Rätsel zu lösen. Ich mache mir immer noch Sorgen, was einen Endgegner angeht, weil ohne Munition. Aber ich hatte auch so nicht viel. Also selbst wenn ich jetzt das nicht verballert hätte, das bisschen, was ich hatte, würde niemals für einen Endgegner reichen. Das glaube ich einfach nicht. Vielleicht kann ich damit jetzt den Käfig öffnen und komme dann an die zweite Fiole. Und die könnte ich dann da unten einsetzen. Was das allerdings dann bewirkt, da habe ich keine Ahnung. Tatsächlich, okay, das funktioniert jetzt. Aber an dem Käfig hat sich nichts verändert. Zumindest jetzt nicht von hier aus. Also es ist nicht von hier aus zu sehen, dass sich da was verändert hätte. Ist da irgendwas aufgegangen oder so? Komme ich da irgendwie rein jetzt? Nee, ne? Was hat mir das jetzt gebracht? Was zum Teufel hat mir das jetzt gebracht? Natürlich könnte es theoretisch sein, dass ich das zuerst hätte machen müssen. Zuerst die Fiole einsetzen und dann diese Geschichte mit dem Käfig. Aber ich meine, ich könnte es nochmal laden. Das würde gehen. Aber wenn das nur so funktionieren würde, dann hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, das falsch zu machen. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes nehmen von diesem ganzen Zeug, das da rumliegt? Die schleichen eigentlich ziemlich harmlos hier rum. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so aufgeregt habe über die. Die tun mir ja gar nichts. Nichts mehr. Messer, ja. Aber ich kann hier nichts nehmen. Und da hinten war auch wirklich nichts, dass da noch auf dem Schreibtisch in der Ecke was liegt oder so. Was ist denn mit diesem Symbol? Das ist kein Symbol, das ist auch was zum Einsetzen, aber es bringt mir ja nichts. Also an der, man kann es, man kann es immer nur an einer Stelle einsetzen. Irgendwo muss noch eins sein. Ich habe irgendwo eins übersehen. Es müssen drei sein. Eins liegt im Käfig. Eins habe ich gefunden. Wo ist das dritte? Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht belästigen oder so. Ich habe mich doch entschuldigt. Sei nicht so jetzt. Das ist nur eine Flamme. Kann ich die Kisten noch irgendwie. Ja, da komme ich nicht lang. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich den Spielstand neu lade wegen der Munition. Aber. Ich meine, hier liegt ein Medipack rum, aber keine Munition. Und wie gesagt, es hätte ja sowieso nicht gereicht. Ich muss an den Käfig kommen, aber wie? Was passiert denn, wenn ich den jetzt wieder runterlasse? Also abgesehen davon, dass ich dann getötet werde. Ich hätte die vielleicht auch einfach da reinfeuern können. Also auf sie schießen, bis sie da reinfallen. Ich versuche sie jetzt mal dazu zu bringen, da wegzugehen. Damit ich nochmal an den Schalter kann. Ich möchte ja nur wissen, ob ich den. Ich darf ihn gar nicht nochmal betätigen. Okay. Dann.
hat sich das auch erledigt. Also jetzt bin ich gerade echt ein bisschen... Ich stehe auf der Leitung. Und zwar ganz gewaltig, weil ich jetzt gerade gar keine Idee habe. Ich hänge fest. Oh nein, Lara. Du hast dich jetzt nicht da reingebackt. Nein, hast du nicht. Nee, da ist auch wirklich nichts. Das war einfach nur so eine Sperrklappe. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da hätte absteigen können. Oder wenn, dann hätte es mir nichts gebracht. Also, ich sehe ja, dass da nichts ist. Vor allem weiß ich ja noch nicht, was diese Fiole jetzt eigentlich bewirkt hat. Ich habe ein Geräusch gehört. Ein mechanisches Geräusch. Als hätte irgendwo sich was bewegt oder als wäre irgendwas aufgegangen. Was ist das denn? Auch nochmal ein Medipack. Ja, aber dann muss ich ja da oben irgendwo langlaufen können. Sie kann sie auch nicht wieder rausnehmen. War es ein Fehler, zuerst den Hebel zu ziehen? Die Folge ist zu Ende. Oh je. Naja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gar nichts erreicht haben. Das wäre jetzt auch nicht richtig. Aber der Erfolg ist überschaubar. Okay, ich kann zumindest auf den Käfig drauf. Dieser Kronleuchter, der sieht so auffällig aus. Also, nicht Kronleuchter, oder diese... Ja gut, aber da hängen mehrere davon. Und da hängen auch diese Käfige überall. Ich mach mal einen neuen Speicherstand. Also mache ich ja sowieso immer. Weil ich mich jetzt gerade nicht so ganz traue wegen der Munition. Aber ansonsten hätte ich ja gleich wieder hierher gespielt. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge das Rätsel von Eckarts Labor lösen. Ich habe nämlich jetzt wirklich gerade gar keine Idee, wie es da weitergehen könnte. Aber vielleicht gucke ich nach, vielleicht kommt mir eine Erleuchtung. Wir schauen einfach mal. Bis morgen. Tschüss.